Herzlich willkommen alle Zuschauer auf meinem Kanal. Heute ist Weihnachten. Ich wünsche allen ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest, besinnliche Weihnachten. Ich hoffe, Sie können das zu Hause genießen. Ich hoffe, du hast zu Hause eine gute Zeit. Ich bleibe jetzt mal beim Arbeits-Du. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, jetzt kommt wieder irgendwie dieses Blabla oder so. Und deshalb führe ich kurz aus, worum ich es mache. Warum sage ich das jetzt hier überhaupt? Also, wenn man sich einmal einen Querblick durch die Menschheitsgeschichte verschafft, was wir hier natürlich nicht machen können, aber es fällt auf, in allen Kulturen dieser Welt waren Menschen transzendent, also sprich, sie haben an eine übergeordnete Sache geglaubt, die wir vielleicht als Gott kennen, die haben das anders genannt oder hatten verschiedene Götter oder Gottheiten und wie auch immer. Also dieses Thema findet sich in allen Kulturen, zu allen Zeiten dieser Welt und natürlich auch ist das heute immer noch vorhanden. Ja, man sieht das in verschiedensten Bereichen dieser Erde. Das heißt, man kann auch von der Kulturanthropologie tatsächlich mit der Wissenschaft sagen, das gehört irgendwie zum Menschen dazu. Ja, also im Inneren, dass er da irgendwie ein Areal hat oder in seinem Hirn, was dafür ausgestattet ist. Ja, dass er sich also selbst transzendieren kann und auch mit höheren Werten sich verbinden kann, die jetzt nicht nur ihn selbst betreffen, sondern in eine andere Wirklichkeit hineinweisen, wie auch immer das im Speziellen aussehen mag. Also das kann man mit Fug und Recht sagen, dass der Mensch im Innersten zutiefst religiös ist. Ja, das muss man einfach akzeptieren, ob man es nun möchte oder nicht. Und auch der Atheismus, des Marxismus oder des Sozialismus in den neuen Bundesländern, wo ich ja nun auch geboren bin, war auch irgendwie mit einem religiösen Touch überzogen, weil die das natürlich als ein Gegenpol zu dem Christentum in der jahrtausendalte Kulturgeschichte auch verstanden haben. Was früher gewachsen ist, haben sie jetzt eben einen Gegenpol geschaffen, was ganz Neues, ja. Und dann wurden Leute eben Atheisten, ja. Und das ist auch wie eine Art Religion, ja, die das dann auch mit einer missionarischen Art und Weise natürlich an Kinder, Familie oder an die ganze Gesellschaft dann vermittelt haben und weitergegeben haben und das ja auch, wie wir heute wissen, eben christlichen Menschen zum Beispiel regelrecht austreiben wollten. Das ist ja auch kein Geheimnis, ja, dass die sozusagen verachtenden Verhaltensweisen einer diktatorisch gesonnenen Gesellschaft damals im Kommunismus nicht besonders schön war und dass eben Stalin ja auch sehr, sehr viele Menschen auf dem Gewissen hat. Einer der krassesten, schlimmsten Massenmörder dieser Welt in die Weltgeschichte eingegangen ist. Ja. Das muss man sehen und das ist schon heftig. Was möchte ich jetzt sagen? Worauf will ich hinaus? Der Mensch ist in sich religiös. Heute sehen wir aber eine andere Form des Atheismus, sage ich mal. Oder dass der Mensch, der da draußen rumläuft, vielleicht an coole Klamotten denkt, an das neueste iPhone und was kann ich in meiner Karriere alles Schönes entfalten. Wir sehen das also gar nicht mehr so, dass dieser Atheismus so so dogmatisch irgendwie praktiziert wird oder abgefeiert wird, sondern dass eigentlich der Mensch eher so sehr ichhaft um sich selbst kreist, in allen möglichen Schraffierungen und Schattierungen sein Leben entwickelt und ausstaffiert und sehr, sehr im Zentrum steht. Und wir sehen das auch schon an der Prägung von vielen jungen Menschen und Kindern, dass also zum Beispiel eine Mutter sich mit ihrem Sohn als so eine Einheit sieht, dass sie ihren Mann als weniger wert erachtet als ihren Sohn und dadurch auch sowas wie eine, muss man wirklich sagen, eine hochmütige Prägung zum Beispiel entstehen kann. Natürlich sind Einzelkinder sehr, sehr gefährdet, wie wir ja auch wissen. Das ist ja allgemein bekannt, dass eben Leute, die ganz alleine aufgewachsen sind, natürlich sich als irgendwie als Nabel der Welt manchmal verstehen und das auch selber in der Selbstreflexion dann manchmal sagen oder wahrnehmen. Das ist kein Geheimnis und ich möchte aber auch nicht pauschalisieren. Das kann natürlich auch völlig anders und umgekehrt sein, ja, dass jemand, der aus einer großen Familie kommt, auch
völlig auf sich egozentrisch fixiert ist. Aber wir sehen doch irgendwie einen deutlichen Schlagschatten in diese Richtung. Das zeigen ja auch all diese Publikationen aus der psychologischen Richtung, die die Gesellschaft mit einem narzisstischen Zug beschreiben, ja, dass das gerade so der Mainstream ist. Narzissmus ist vielleicht mal dieses Fachwort, ja, das hat natürlich eine klinische einen fachlichen Bezug und ist da wissenschaftlich erforscht. Da gibt es verschiedenste Kriterien dafür. Das ist eine Diagnose, es gibt eine richtige Störung. Also man spricht da auch von einer Persönlichkeitsstörung tatsächlich und aber auch von narzisstischen Anteilen einfach nur, wenn Zuschauer, die jetzt hier zuschauen, vielleicht schon die 70 überschritten haben, bleiben wir vielleicht einfach bei dem Wort Hochmut. Ja, das ist irgendwie für uns einfacher zu greifen und wir sind ja keine gebildeten Leute in diesem Sinne, die jetzt nun über all diese Dinge super Bescheid wissen. Also Hochmut, das war eher so früher das Wort dafür und heute hat sich das Wort Narzissmus eben so etabliert. Das kann man so synonym verstehen, austauschbar verstehen. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft natürlich megamäßig prägt, womit vielleicht sogar viele Leute eben auch zu kämpfen haben. Also was könnten da zum Beispiel Sachen sein, mit denen sie zu kämpfen haben? Also wenn es eine wirkliche problematische Sache in der Persönlichkeit ist, dann kann es natürlich auch sein, dass man ja mit diesen Verhaltensweisen, die immer schemaartig ablaufen, dass man die nicht ändern kann. Ja, das ist also wäre zum Beispiel ein Kriterium und dass man dadurch aneckt und richtige Probleme im Leben sich daraus ergeben. Was wir alle rein oberflächlich wahrnehmen können und womit viele vielleicht sogar als Opfer konfrontiert wurden, ist, dass narzisstische Menschen andere abwerten, weil sie sich selbst als grandios sehen. Und man muss es praktisch so verstehen, dass es hier eine reale Wahrnehmung der Person gibt und sie aber eine erhöhte Wahrnehmung haben. Wenn praktisch man ein Kätzchen vor einen Spiegel setzt, dann sieht der Narzisst, der hochmütige Mensch, einen Löwen im Spiegel. Ja? Also die Selbst- und Fremdwahrnehmung klafft exorbitant auseinander und dadurch entsteht halt ein verzerrtes Selbstbild und demzufolge müssen andere Menschen entwertet werden, dass man dieses erhöhte Selbst auch beibehalten kann. Wir leben in einer Gesellschaft, die natürlich von krasser Leistung geprägt ist. Menschen neigen dann zum Perfektionismus und über diese Schiene kommen sie vielleicht dann auch in diesen Selbstbezug hinein, dass sie immer alles besser machen wollen und besser sein wie andere und immer die Leiter höher kraxeln, ja, in der Karriereleiter immer weiter klettern. Also in ein wirklicher narzisstischer Zugewinn oder vielleicht, dass auch Leute davon träumen, dass sie hier irgendwie YouTube-Star werden. Ich frage mich natürlich auch, ob ich Anteile habe und klar, man muss sich da selbstkritisch hinterfragen, denn es ist völlig absurd zu sagen, es betrifft einen nicht selbst, denn jeder Mensch hat entsprechende Anteile von einer Skala von 0 bis 100. Hat jeder Mensch irgendwo, normaler Mensch, vielleicht eine 20 oder eine 30. Ab der 50 kann man dann sagen, alles was darüber ist, ja, da muss man nochmal genauer hingucken, ob das nicht vielleicht schon sehr, sehr problematisch wird. Besonders in einer Beziehung, wo es also sehr, sehr eng ist, kann sich das als wirkliches Problem entfalten. Und Leute, die dann zum Beispiel von ihrer erhöhten Selbstwahrnehmung mal in die Realität wieder runtergezogen werden, für die kann das natürlich auch sehr, sehr befreiend sein, weil es kann natürlich genetisch irgendwie bedingt sein, aber es ist eben auch sehr, sehr viel antrainiert, wie ich sagte, eben durch eine Mutter zum Beispiel, die ihren Sohn immer auf den Sockel hebt und nur lobt für jede Kleinigkeit und so, was ja auch viele Eltern heutzutage machen und ihre Kinder da regelrecht zu erziehen. Es ist also auch eine Prägung, das heißt, man kann das auch wieder verlernen und sozusagen normal werden. Was ist heutzutage schon normal? Aber es ist dann eben nicht förderlich für den alltäglichen Umgang. Und wir leben natürlich in einer Welt, die so gestrickt ist, die so gepolt ist, wo es natürlich um Leistung geht, verkaufen, sich selbst darstellen. Und die ganze Erde leidet ja darunter. Wir merken das, wir haben einen Klimawandel, wir hatten diesen Sommer einen so heißen Sommer wie noch nie zuvor. Alle Welt spricht darüber, Greta Thunberg ist auch überall omnipräsent in den Medien und so weiter.
Und natürlich sehr, sehr aktuell dieses Thema, weil wir natürlich irgendwie so gestrickt sind und jeder da irgendwie was rausziehen möchte. Und das geht letztendlich immer nur mit den Ressourcen dieser Erde. Das heißt, wenn ich irgendwo Aktien anlege, muss irgendeine Firma irgendwas aus dem Erdboden holen, verkaufen, zu einer Ware machen und ja, groß aufbauen, zu einer Marke, zu einer richtig großen Firma und so weiter. Das heißt, wir sind irgendwo im Endeffekt immer an diesen Planeten gekoppelt und weil wir uns natürlich auch sehr, sehr rücksichtslos verhalten und Leute nur an sich sehr egozentrisch denken, tut das natürlich rückwirkend auf die Natur, ja, sich auswirken, dass wir davon ausgehen können, da wird sich ja hier und da gestritten, aber dass der Mensch schon einen Anteil daran hat, auf jeden Fall, das denke ich, davon gehe ich aus. Wissenschaft zeigt es ja auch breit, dass der Mensch einen Anteil an diesem Klimawandel hat. Das heißt, er wird das Klima nicht retten können. Das ist natürlich auch irgendwie eigenständig. Ist vielleicht auch eine Anmaßung, das zu glauben. Aber er kann eben auch, sagen wir mal, positiv beeinflussen, indem er nicht hier wilde Sau spielt. Ja, das ist auch irgendwie logisch. Also, das ist natürlich ein Problem, dass wir von unserer Psyche her alle irgendwie diese Anteile haben, die zum Hochmut neigen. Und deshalb habe ich mir auch mal den Spaß gemacht, und vielleicht kannst du das ja auch machen, mal wirklich fünf richtig absurde Sätze aufschreiben, die dir vielleicht dieses Jahr über dich selbst eingefallen sind, wo du dich vielleicht als grandios gesehen hast, als riesig toll oder was weiß ich, als super begabt. Und dann mal den Spaß machen. Wenn man dann gestorben ist sozusagen und irgendwie einen Grabstein bekommt, mal einen dieser Sätze von jemand anders darauf schreiben lassen und dann zum Beispiel steht da, er war der beste Schnitzer oder was weiß ich, ja, was dann da steht. Das klingt völlig absurd und total daneben, ja. Also ist ein totaler Käse, weil es einfach, es stimmt nicht, ja. Es kann nicht stimmen oder sie war die hübscheste oder sie war die tollste, sie war die intelligenteste oder keine Ahnung, er war der reichste. Ja. Es ist absurd. Also es werden immer Leute kommen, die das noch besser gemacht haben oder die besser sind oder die besser waren. Und also das ist ein Spiel, was man immer verlieren wird. Ja. Von daher vielleicht ruhig mal machen und sich hinsetzen, was sind so wirklich absurde Sätze, dass man mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird, weil wir alle diese Anteile haben. Und da ist es einfach gut, mal in die Selbstreflexion reinzugehen. Bin ich vielleicht irgendwo da falsch unterwegs und vielleicht auf so einem Ich-Trip, weil wir eigentlich alle in ein Wir-Karussell hineingestellt sind. Ja, also alles hängt mit allem zusammen. Wir können hier nicht wilde Sau spielen, um es mal ganz salopp zu sagen, sondern man muss natürlich auf die anderen achten, empathisch. Wenn ich jetzt also plump da rausgehe und sage, du bist ein Idiot, du kannst das nicht, ja, oder zum Beispiel Chef, Angestellte-Verhältnis, ja. Ich merke das jetzt, wie schwierig das ist, einen Mensch respektvoll zu behandeln und ihn nicht als Objekt zu degradieren und sagen, du bist jetzt nur für das und das verantwortlich. Weil wenn ich das sozusagen mache, jemand immer nur so in die unterste Schublade reinschiebe und irgendwie so von oben herab kommandiere, dann haben wir uns auf der menschlichen Ebene am Ende nichts mehr zu sagen. Ja. Das klafft dann auseinander. Die Beziehungsebene ist dann völlig gestört, weil wenn ich jemand herabwürdigend behandle, kann es keine vernünftige Beziehung geben. Deshalb, ja, möchten ja auch viele Frauen dann ihre hochmütigen Männer verlassen. Das betrifft ja immer noch immer mehr Männer als Frauen, die darunter leiden oder die da einfach stärkere Probleme haben als Damen. Es ist schon ein Problem, ja. Und gerade wir merken das oder auch Leute vom Fach können das bestätigen, dass eben junge Menschen da gewaltig nachgeholt haben jetzt. Und ich sehe das ja auch hier in Berlin. Also vielen Leuten, denen man begegnet, die tragen irgendwie die Nase sehr hoch und sind manchmal ganz schön hochmütig. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend, was man da so beobachten kann, wie Leute sich verhalten und wie sie sich offensichtlich selbst sehen. Ja, also. Ich finde das sehr wertvoll, von daher auf Weihnachten einmal zu schauen, weil viele Menschen wollten Götter sein und haben sich tatsächlich als dieser Löwe im Spiegel gesehen, obwohl sie nur das Kätzchen sind, ja. Aber ein Gott wollte Mensch sein. Und das finde ich so faszinierend an Weihnachten. In dieser Weihnachtsgeschichte,
dass Jesus ein Mensch geworden ist, ja, dass er in allem wirklich menschlich geworden ist. Und ein Autor des Neuen Testamentes, wir wissen nicht, wer das gewesen ist, ja, der schreibt einen Brief an die Hebräer und da heißt es dann im 4. Kapitel, also die Kapitel, das hat man einfach eingefügt später dann im Laufe dieser Kirchengeschichte, dass man die Verse und die entsprechenden Sätze später wiedergefunden hat. Und da steht es im 4. Kapitel, dass er an allem uns gleich geworden ist und auch in allem so versucht wurde wie wir selbst. Aber er wird gleichzeitig als der Mittler, als der Hohepriester beschrieben, der eben eine Verbindung zwischen dem Menschlichen, zwischen der menschlichen Welt und der göttlichen Welt herstellt. Das heißt eben auch eine Transzendenz ermöglicht, eine Selbsttranszendenz, die ist dem hochmütigen oder dem narzisstischen Menschen fremd, weil er sich selbst als das höchste Maß aller Dinge sieht. Das klingt vielleicht für einen normalen Typen wie uns völlig absurd. Aber ein Narzisst, der sieht sich als das Maß aller Dinge. Der will nichts über sich haben. Das ist nicht möglich. Ja. Der kann von niemandem niederfallen oder sich hinknien. Das geht nicht. Ja. Also das kann auch sehr, sehr selbst heilsam sein, wenn man versteht, okay, ich muss nicht auf mich selbst bezogen sein, sondern ich kann auch auf andere, auf höhere Werte bezogen sein, die eben der Gemeinschaft gut tun und womit ich ja ein gutes Miteinander leben kann. Dann sagen jetzt vielleicht manche, okay, dafür brauche ich nicht Gott oder dafür brauche ich nicht Jesus. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde das super, in Jesus das gefunden zu haben und da auch ja eine Welt mir anzuschauen und zu betreten, die mein eigenes übersteigt und wo ich einfach sehe, da ist Christus aktiv und er möchte diese Welt auch gestalten. Also ich glaube, der Mensch hat eine Aufgabe in dieser Welt, dass er nicht einfach nur hier ist, um sich alles zu grapschen, was er gerne möchte, sondern auch das Leben mit anderen zu teilen. Deshalb existieren weite Teile dieses Kanals. Natürlich muss ich auch irgendwie existieren, klar, das ist auch ein Teil davon, aber auch mit anderen Menschen das Leben zu teilen und zu sagen, ich bin da und man kann Gemeinschaft miteinander leben. Und deshalb mache ich auch diese kleine Ansprache hier und versucht das zum Besten zu geben und hochzuladen. Dass man über sich selbst nachdenken kann und über die Gesellschaft und überlegen kann, hey, gibt es noch etwas über mir? Und wie kann ich mich selbst transzendieren? Also wir merken, viele Menschen wollen das eigentlich, sie wollen meditieren oder sagen wir mal jetzt im allgemeinen Sinne gesprochen, sie wollen irgendwie religiös werden, sie wollen meditieren, sie wollen vielleicht in Richtung Esoterik gehen. Ich kann das akzeptieren, ja, es ist zwar nicht meine Welt, aber viele Menschen wollen das ja. Wir sehen das, dass viele Menschen in diese Richtung gehen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Bedarf, wie ich am Anfang sagte. Ja. Der Mensch ist in sich religiös. Wir sehen es ja auch in der ganzen Menschheitsgeschichte, ja, wie die Menschheit sich so entwickelt hat, dass das ein Riesenkern in diesem Menschsein ist und dazugehört. Wir können es nicht einfach ausklammern. Ja. Es ist also was Wertvolles, was dazugehört. Ich finde das super, dass Christus sozusagen auch in allem versucht wurde und diese Schwächen, die wir haben, auch nachvollziehen kann. Ja. Wenn ich vielleicht herausgefordert werde, in dieser Gesellschaft mich selbst immer nur als der Mittelpunkt irgendwie, als sonst sowas zu sehen oder so, dass er auch versucht wurde in dieser Hinsicht, ja, als Gründer einer neuen Religion, von einer alten Religion kommend hin zu einer ganz anderen Art von Glauben, ja. Er hätte sich ja auch völlig im Mittelpunkt stellen können. Er hat aber gesagt, nein, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und letztendlich hat man ihn an ein Kreuz geschlagen. Und er hat sich selbst nicht verteidigt. Es ist faszinierend zu sehen, diesen Jesus, wie er in einem Dienst reingeht für die Allgemeinheit, für die Menschheit. Deshalb sind ja auch Tausende, aber Millionen dann hinterhergekommen. Und wir haben heute, 2 Milliarden Menschen, die Christus als ihren Herrn bekennen. Das ist ja unfassbar, was da hinterhergekommen ist, ja, weil er eben in dieser Art und Weise vorangegangen ist. Und wir sehen das an ganz vielen Menschen, die von ihm praktisch inspiriert waren. Eine der bekanntesten ist Mutter Teresa. Ja. Also, ich denke, man kann von ihm sehr, sehr viel lernen und mitnehmen und sich inspirieren lassen. Wie er in die Welt gekommen ist, was sich alles davon ableitet, ja, wie er den Menschen gedient hat, wie er ihnen begegnet ist und was er für einen tollen
Neubeginn schafft, wenn man sich auf ihn einlässt, ja, dass man mit ihm auch ein Erlebnis machen kann. Also ich rede jetzt von dem Christus des Glaubens. Es gibt den historischen Jesus und es gibt den Christus des Glaubens. Natürlich ist das hier eine Rede über den Christus des Glaubens, weil das kann man eigentlich nur im religiösen Sinne irgendwie erfassen und von daher möchte ich es auch verstanden wissen, sondern nicht als ein kognitives Erfassen, sondern dass man praktisch sein Herz öffnet, was auch immer man sich jetzt darunter vorstellt. Aber das kann tatsächlich heilsam sein für die Seele und ja, balsam auf die Seele und weiterhelfen, dass man nicht in sich selbst gefangen ist, sondern eine Tür findet, um in die Transzendenz hineinzukommen, die aber gleichzeitig in diese Welt Auswirkungen hat, ja, weil sein ganzes Menschsein eben massive Auswirkungen hatte und alles, was wir ja sozusagen an Theologie oder Überzeugungen haben, natürlich aus seinem Menschsein erwachsen sind. Ja, das ist faszinierend, was er damit alles gemacht hat und dann sozusagen in ja auch in seiner Auferstehung. Also beides hängt miteinander zusammen, aber er wächst dann eben zu einem neuen, großen Ganzen, sagen wir, ein neues Leben. Und das möchte ich einfach nur vermitteln und weitergeben. Dafür halte ich das. Und für alle, die jetzt weiter zugeschaut haben, jetzt immer noch dabei sind, ist es natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da anzuknüpfen, weiter zu forschen, oder zu überlegen, mit Leuten darüber zu sprechen. Vielleicht mit einem Geistlichen zu sprechen, um da diesen Weg nicht abzubrechen, sondern weiter zu suchen. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen, wünsche dir alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.